Hallo Freunde und Fans unserer Reise. Wir, das heißt die Annette, der Michael und natürlich unsere Limelight, sind jetzt schon 4 Jahre unterwegs. Man kann es gar nicht glauben. Am 1. Juli 2018 startete unsere Reise. Gemeinsam sind wir fast über den halben Globus gesegelt. Wir haben den Atlantik überquert, wir sind durch den Panama-Kanal gefahren, wir sind hoch bis nach Mexiko. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wenn man das nachher anguckt, wird einem bestimmt schwindelig oder die werden sehr krank. Wir sind hoch bis Mexiko gefahren und haben es nach 3 Anläufen endlich geschafft, nach Französisch-Polynesien zu kommen. Optimaler Seegang zum Film. Ja, sorry, wie ihr gerade gemerkt habt, ist es heute extrem wellig hier. Und wir hoffen, ihr werdet nicht seekrank, wenn ihr das seht. Aktuell sind wir jetzt in Französisch-Polynesien. Und wir haben gemeinsam wie viele? 15.953 Seemeilen. Davon 11.618 Seemeilen unter Segeln und 4.335 Seemeilen gemotort. Jetzt folgt ein kleiner Zusammenschnitt unserer Reise. Viel Spaß dabei und bleibt uns treu. Abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen oben und bitte schreibt mehr Kommentare auf YouTube. Ja, die beantworten wir auch gerne. Manchmal kann das auch ein bisschen dauern, weil man hat hier nicht überall Netz. Aber wir sind bemüht, sie alle zu beantworten. Jetzt viel Spaß beim Schauen. Viel Spaß. Tschüss. Unsere Reise haben wir am 1. Juli 2018 von Porto Rotondo auf Sardinien gestartet. Dort bekamen wir Besuch von Silke, Emma und Bernd. Von Sardinien segelten wir zu den Balearen, nach Mallorca, Menorca und Ibiza. Kira und Glenn besuchten uns auf Mallorca und wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Zeit. Auch Lydia und Wolfgang besuchten uns. Auf dem Weg zum spanischen Festland wurden wir von 4 Windhosen überrascht, die hinter uns auftauchten. Mit Mühe und Not sind wir ihnen mit Vollgas entkommen. Anschließend ging es zum Haul-Out nach Agua Dulce, wo wir die Limelight mit neuem Anti-Fouling und kleineren Reparaturen wieder auf Vordermann gebracht haben. So, Annettes Seite geht dem Ende entgegen. Hier wird alles gestrichen, was sich nicht bewegt hat. Was nicht weglaufen konnte. Wir besuchten Marbella und anschließend ging es weiter nach Gibraltar. Und jetzt wird der Spinnaker-Sack niedergeholt. Ja, wenn es flach flattern lassen würde, könnte das vielleicht funktionieren. Von dort aus über die Straße von Gibraltar nach Tanger in Marokko. Am 1. Oktober 2018 kamen Cindy und Jakob an Bord. Wir wollten gemeinsam über den Atlantik segeln. Auf Teneriffa haben wir den Teide bewandert, uns traditionell an der Pier verewigt und sind dann in Richtung Kap Verden aufgebrochen. Es war ein herrlicher Turn.
Nach 862 Meilen, 7 Tagen und 16 Stunden hatten wir die Kapverden erreicht und sind auf São Vicente in Mindelo angekommen. Am 26. November geht es los über den großen Atlantik Richtung Barbados. Wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung ist gut. Wir hatten gerade Delfine vor uns, die Sonne scheint, keine, ja, ein paar Wolken am Himmel, aber endlich mal gutes Wetter. Aber ich brauche noch ein bisschen Wind. Ja, das stimmt. Sonst, wir bleiben immer hier. So sitzt die Cindy hier. Und bringt uns Richtung Barbados. Also, Prost. Prost. Auf uns. Auf uns. Prost. Super Team. 15 Tage, 10 Stunden, 2095 Seemeilen. Post. Und wir sind in Port Charles. Wir glauben das. In Barbados. Ohne größere Verletzungen, ohne kleinere Verletzungen und alles ist gut gegangen, bis auf der Autopilot. Gemeinsam haben wir die Ankunft auf Barbados genossen. Wir haben schöne Bars gefunden, haben die Distille Mount Gay besichtigt und am 20. Dezember verließ uns Cindy. Gemeinsam mit Jakob sind wir weiter nach St. Vincent und die Grenadines gesegelt, wo wir Weihnachten und Silvester verbrachten. Nach einer schönen Zeit auf Becquey ging es weiter nach Union Island. Dort waren wir längere Zeit in der Chatham Bay. Wir schauten den Fischern beim Kongschlachten zu. Und feierten einige Partys in der Chatham Bay. Happy on the grip! We are home! Yeah! So. Okay. Alright. So now we're gonna take some off. Weiter ging es nach Grenada. Eine sehr schöne Insel, wo wir uns 4 Monate aufhielten. Grenadas Bussystem war fantastisch. Wir besuchten die ganze Insel, sahen Wasserfälle, jagten erfolgreich Lobster und besuchten ein Dinghy-Konzert. Wir waren auf etlichen Jam-Sessions auf Hook Island und Umgebung. Als Birgit und Heinz uns besuchten, sind wir mit ihnen nochmal in die Tobago Keys gesegelt. Auf Carriacou erlebten wir gemeinsam den karibischen Karneval. Auf Grenada schlossen wir viele Freundschaften. Hier zum Beispiel mit Martina und Uli und Andi dem Bäcker. Als Kira zu Besuch kam,
segelten wir nach Tobago. Eine wunderschöne Insel und wir machten viele Dschungeltouren und genossen Land und Leute. Ein weiteres Highlight war die Eiablage der Lederrückenschildkröte. Karibik-Segel vom Feinsten! Ja, total schön hier! Ja. Wir sind gestern Abend von Tobago gestartet. Die ganze Nacht hat es gestürmt. Und jetzt sieht es so aus, wie ist es? Es regnet! In Böen 50 Knoten! Wir besuchten die Brauerei auf Grenada und machten mit Dorothee und Stefan eine schöne Wanderung. Meinen Geburtstag haben wir gemeinsam mit Pia und Köbi von der Lupina gefeiert. Weiter geht's nach Bonaire. Bonaire haben wir mit Anja und Mirko von der Segeljacht Yum Yum erkundet. Eine ganz andere Welt. Vorher grüne Inseln mit viel Dschungel und hier karge Landschaften mit Kakteen und Leruanen. Weiter geht's nach Curaçao. Wir besuchten die Nationalparks. Annette und Michael am Abgrund. Wow! Auf Curaçao lernten wir Christina, Lea und Ingo kennen und hatten zwei schöne gemeinsame Tage. Es folgte ein kurzer Abstecher nach Aruba, bevor es weiter nach Kolumbien ging. Was für ein tolles Land! Kolumbien hat uns super gefallen. Wir machten einige Landtouren. Wir waren in Cartagena de Indias. In Medellin. Und von dort ging es zum Stausee Guatapé, den wir mit dem Motorrad umrundeten. Leider waren wir schlecht vorbereitet und zwar nicht bewusst, dass es auf über 2000 Meter so frisch wird.
dass wir wärmere Kleidung brauchen würden. In der Marina Velero haben wir Jana, Tobias, Heidi und Neil wieder getroffen. Bei Daya und Gottfried an Bord gab es echten österreichischen Kaiserschmarrn. Von dort ging es weiter Richtung Panama. Erster Stopp waren die San Blas-Inseln mit einem Gefühl von Südsee-Atmosphäre. Auf San Blas oder Kunayala besuchten wir ausgiebig die dort lebenden indigenen Kunas. Das war ein super eindrucksvolles Erlebnis. Mit Kira und Phil hatten wir in den San Blas-Inseln eine schöne Zeit, bevor wir gemeinsam durch den Panama-Kanal in den Pazifik fuhren. Am 13.02.2020 öffnet sich um 17 Uhr die letzte Schleuse, das Tor zum Pazifik. Wir haben den nächsten großen Schritt gemacht. In den Las Perlas hatten wir eine tolle Party auf der Segeljacht Anita gefeiert und lernten Karin und Christian von der Lucy kennen. Aus der Abfahrt in die Südsee wurde leider nichts. Am 23. März wurden alle Flughäfen in Panama geschlossen und Glenn konnte nicht zu uns kommen. Wir dachten damals, dass die Pandemie in 1 bis 2 Monaten vorbei wäre, aber so war es nicht. Vierzehn Monate waren wir in Panama. Die erste Zeit waren wir total isoliert in den Las Perlas, was wir letztendlich sehr genossen haben. In der Zeit haben wir viele neue Bekanntschaften gemacht, viele Barbecues am Strand veranstaltet und mein Geburtstag mit 30 Personen aus 13 Nationen gefeiert. Im Oktober ist Glenn in Buenaventura zu uns gestoßen. Wir wollten den zweiten Anlauf in die Südsee in Angriff nehmen. Leider fehlgeschlagen. Unsere Anträge wurden abgelehnt. Michaels Geburtstag haben wir daraufhin auf San José in den Perlas gefeiert. Musik.
Wir entschieden uns, nach Mexiko weiter zu segeln. Vorher bekam die Limelight in Vista Mar ein neues Anti-Fouling. Kurz vor Weihnachten konnten wir glücklicherweise die Marina verlassen, bevor es dank Corona zur Schließung kam und keiner mehr auslaufen durfte. Wir segelten zurück in die Las Perlas und hatten eine super Party auf einer Sandbank. Weihnachten und Silvester feierten wir auf Viveros. Silvester wurden wir eingeladen, zusammen mit Locals, die auf das verlassene Hotel aufpassten, am Hotelstrand zu feiern. Später fuhren wir nach Boca Chica, nahe der Grenze zu Costa Rica. Auf geht's nach Mexiko, vorbei an Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala und Honduras nach Mexiko. Nach 22 Tagen mit nächtlichen Stopps erreichten wir Chiapas in Mexiko. Während unserer Rundreise durch den Bundesstaat Chiapas lernten wir Pedro, einen Hotelbesitzer, kennen. Durch ihn hatten wir noch viele schöne Erlebnisse. Seine Nichte Fabi zeigte uns Restaurants und traditionelle Folklore von Chiapas. Wir besuchten San Sebastian, Palenque und Bonampak. In den Wasserfällen des Agua Azul gingen wir schwimmen. In Mexiko bekamen wir unsere erste Impfung gegen Covid ganz problemlos. Meinen Geburtstag feiern wir mit Doro, Frank und Randy. Glenn rettete eine Schildkröte. Und weiter geht es nach Acapulco, wo wir die berühmten Klippenspringer sahen. In Barra de Navidad wetterten wir unseren zweiten Hurrikan ab. Im September kam Glenns Freundin Lilith an Bord. Gemeinsam fuhren wir nach San Blas und erlebten dort den Tag der Toten oder Dia de Muertos. Ah, 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 ah.
Anschließend fuhren wir zur Vogelinsel Isla Isabel, die 30 Meilen vor der Küste liegt. Die Natur ist weitgehend unbeeinflusst durch die Menschen. Weiter ging es nach Mazatlan, wo Michael und ich von Bord gingen, um eine Tour mit dem Zug El Chepe durch den Copper Canyon zu machen. Glenn und Lilith segelten die Limelight in die Sea of Cortez. Der Copper Canyon ist viermal so groß wie der Grand Canyon. Michael und ich machten die zweitlängsten Ziplines der Welt, gingen über Hängebrücken und stürzten uns in die Tiefen. In der Sea of Cortez trafen wir Glenn und Lilith wieder. Hier war eine ganz gegensätzliche Natur. Sehr karst, Kakteen, kristallklares Wasser. Leider war es für uns ein wenig zu kalt. Nachts lag die Temperatur manchmal bei 13 Grad. Ein weiteres Highlight war das Schwimmen mit den Seelöwen. Wir hatten das Glück, ganz allein bei ihnen zu sein. Sie waren sehr zutraulich, neugierig und verspielt. Kurz vor Weihnachten flog Lilith zurück nach Deutschland. Glenn, Michael und ich verbrachten Weihnachten und Silvester in La Paz. Am Silvesterabend lernten wir Amy und James kennen und hatten eine tolle Silvesternacht. Mitte Januar, nach 459 Tagen, verließ uns Glenn in Richtung Deutschland. Michael und ich machten uns auf zurück in die Bahia de Banderas mit einem kleinen Zwischenstopp auf Isla Isabel. In der Bahia de Banderas mieteten wir uns ein Auto, diesmal einen richtigen, 4x4, und machten wieder eine Landtour. Es ging unter anderem zu einer Ausgrabungsstätte bei Teotitlan und nach Tequila mit Besuch einer Distille.
In La Cruz lernten wir Nora und Hako von der Anixi kennen. Sowie Andrea und Winfried vom Restaurant Black Forest. Mit ihnen machten wir an etlichen Wochenenden Ausflüge. Vielen Dank nochmal dafür. Wir waren extra nach La Cruz gefahren, um unsere Einspritzpumpe vom Motor reparieren zu lassen, was sich zunehmend schwieriger gestaltete. In dieser Werkstatt wurde sie letztendlich richtig eingestellt. 6 Wochen waren wir in der Marina, bis der Motor endlich einigermaßen lief. Es gab noch ein Abschiedsessen und am 11. April 2022 brachen wir in Richtung Südsee auf. Das ist die Äquatortaufe. Biber in Sicht! Da seht ihr es. Nach 27 Tagen und 20 Stunden erreichten wir Nukuhiva in Französisch-Polynesien. Dort trafen wir die Crew der Lupina wieder und sie zeigten uns, wie hier auf Nukuhiva alles läuft. Das sind die ersten Eindrücke der Südsee. Die Details werdet ihr in den folgenden Videos sehen können. Wir tauchen in eine ganz andere Welt. Die Menschen sind so freundlich. Die Landschaft ist gigantisch, riesige Felsformationen, grün bis zur Spitze. Heute am 1. Juli sind wir in Tahuata. Das ist eine kleine Insel südlich von Hivaoa. Das war eine Kurzfassung von 4 Jahre Segeln mit der Limelight. Wir sind froh, dass wir das alles gemeinsam erleben können. Und wir hoffen, dass wir noch viele neue Inseln und Menschen entdecken werden. Freut euch auf weitere Videos von uns. Wir hoffen, dass ihr auch weiterhin gemeinsam mit uns auf die Reise geht. Tschüss, bis zum nächsten Video. What do you do?